Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven Kfz Alarm in Hamburg. Wir sind seit 25 Jahren Marktführer für die Viper Alarmsysteme. Und in meinem heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein Alarmkonzept vorstellen, welches wir vorgenommen haben hier in einem BMW F82, besser bekannt als M4. Den Fahrzeugdieben wird es heutzutage aber auch unheimlich einfach gemacht. Durch den komfortablen Zugang der Onboard-Diagnose finden die Diebe mit solchen oder ähnlichen Codierwerkzeugen Anschluss und können sich innerhalb von Minuten Schlüssel anlernen an das Fahrzeug. Und was das für die gesamte Fahrzeugsicherheit bedeutet, sollte euch eigentlich im Klaren sein. Wenn euer Fahrzeug mal aufgebrochen worden ist, ja, dann könnt ihr immer davon ausgehen, dass die Möglichkeit besteht, dass die Diebe sich nachträglichen Schlüssel angelernt haben. Wenn die Täter ein Lenkrad geklaut haben, Airbag geklaut haben, ein Navigationssystem geklaut haben, dann haben sie gebrauchte Teile, die können sie online nicht vermarkten. Die brauchen Neuware. Das heißt für euch, Achtung, wenn sie den Wagen aufgebrochen haben, die Täter kommen immer wieder, den Wagen sofort mit einer nachträglichen Alarmanlage absichern lassen. Viel besser natürlich, ihr macht das Ganze präventiv, kommt bevor der Schaden entsteht, sichert euer Fahrzeug ab. Das ist eine wirklich gute Investition, denn so ein System, was wir verbauen, das können wir immer ins nächste Auto wieder mitnehmen. Durch den CAN-Bus spielen wir lediglich die neue DNA in die Alarmanlage ein. Das heißt, der Kunde von diesem BMW M4, wenn der sagt, war ja alles ganz nett, aber ich kaufe mir jetzt einen BMW X5 oder irgendetwas anderes, dann spielen wir lediglich die DNA von dem neuen Fahrzeug ein. Und das ist markenübergreifend, ist völlig egal, ob es ein Audi, BMW, Porsche oder sonst irgendetwas ist. Das können wir in jedes Fahrzeug einbauen. Wichtig ist, dass ihr die Onboard-Diagnose absichert. Das ist ein weltweiter Standard. Den haben alle Fahrzeuge, alle an derselben Stelle. Und das macht es den Dieben halt so unheimlich leicht, mit solchen oder ähnlichen Werkzeugen halt Zugang zu finden, Schlüssel nachzumachen, die Wegfahrsperre zu deaktivieren, die Alarmanlage rauszukodieren. Und wir haben täglich Anrufe von Kunden, die sagen, Stüven, wie kann es eigentlich sein? Mein Fahrzeug hatte doch eine werkseitige Alarmanlage. Ich habe nichts gehört. Ich bin am nächsten Tag zum Fahrzeug gekommen. Alles hat gefehlt. Nur noch ein riesengroßer Scherbenhaufen. Um das vorne rein zu vermeiden, ist es halt wichtig, dass ihr ein System verbaut, was Präventives, was den Angreifer sagt, ihr habt mehr gemacht wie der BMW, der in der Nachbarstraße steht oder drei Häuser weiter steht. Und bei uns ist in 25 Jahren noch niemals ein Schaden bei Kunden entstanden. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Aber natürlich aus dem Grunde, weil die Täter genügend andere Fahrzeuge finden, wo die Kunden noch nicht sensibilisiert sind für dieses Thema. Und die werden dann natürlich Opfer und nicht euer Fahrzeug. Der Besitzer dieses BMW M4s wurde schon mal Opfer. Der Vorgänger wurde gestohlen, Totalverlust. Damit das nicht nochmal passiert, hat er sich entschlossen, sich schlau zu machen im Internet und hat den Weg zu uns gefunden. Jetzt haben wir das Fahrzeug abgesichert und wie das in der Praxis funktioniert, möchte ich euch mal demonstrieren. Schärfen und entschärfen kann ich die Alarmanlage über den BMW Schlüsselhandsender. Hat den Vorteil, ich brauche keinen zweiten Handsender. Hat aber auch den Nachteil, wenn jetzt jemand den Schlüssel klaut von dem Fahrzeug, kann den Wagen natürlich trotzdem wegfahren. Deshalb haben wir hier noch eine zusätzliche Wegfahrsperre eingebaut mit einer sogenannten RFID-Chipkarte und mit einer Spule in dem Fahrzeug. Das heißt, ähnlich wie ihr es wahrscheinlich aus dem Hotelzimmer könnt, nur mit der Karte könnt ihr die Tür öffnen. Hier bei dem Fahrzeug ist es so, nur mit dieser Karte könnt ihr auch den Wagen starten. Die Spule, die Gegenseite, die erkennt, ob der autorisierte Besitzer von dem Fahrzeug hier auch wirklich wegfahren kann, sitzt an einem imaginalen Ort. Das heißt, die können wir an jede x-beliebige Stelle in dem Fahrzeug einbauen und nur wenn ihr die Checkkarte raufhält, startet das Fahrzeug. Ist jetzt für die Praxis ein bisschen unpraktisch natürlich, deshalb haben wir hier so einen Transponder-Chip nochmal einmal am Schlüsselanhänger und nur wenn ihr diesen Transponder-Chipsatz dabei habt, könnt ihr den Wagen starten. Aber wenn ihr den jetzt mal verliert oder irgendeiner kommt mit einem zweiten Schlüssel oder hat euch jetzt diesen Schlüssel hier nachgemacht, funktioniert es nur in Verbindung mit dem Transponder. Also das heißt, hier haben wir ein redundantes System eingebaut. Zum einen einmal die Alarmanlage, die jetzt das Lenkrad und das Navigationssystem und die M-Felgen und alles schützt in Verbindung mit den ganzen Sensoren und dem Ortungssystem. Aber zusätzlich haben wir auch nochmal eine Wegfahrsperre eingebaut, um eine doppelte Sicherheit bei diesem Fahrzeug zu gewährleisten, dass dieser Wagen auch wirklich nicht verschwindet. Ja, möchte ich euch mal kurz demonstrieren. Geschärft habe ich die Alarmanlage ja schon. Geil gemacht. Man sieht von dem ganzen Einbau gar nichts und wir haben auch nichts kaputt gemacht an dem Fahrzeug. Ganz wichtig für Firmen- und Leasingfahrzeuge. Und wir können natürlich alles wieder rückstandsfrei rausbauen, wenn der Kunde sagt, BMW M4, super geil, aber ich möchte jetzt einen M5 haben oder einen X6 haben oder markenübergreifend einen Audi haben oder einen Porsche oder sonst irgendetwas, können wir das System rausbauen, rückstandsfrei, spielen lediglich die neue DNA ein, über die CAN-Bus-Schnittstelle überhaupt gar kein Problem und können das System weiterhin nutzen. Macht es sehr nachhaltig. So, wenn der Täter jetzt kommt und sagt, geile Sitze, cooles Navi, möchte ich gerne mitnehmen, ohne den Besitzer zu fragen und versuche jetzt hier mal mit einem Manipulationswerkzeug oder mit grober Gewalt das Fahrzeug aufzumachen, passiert Folgendes, möchte ich euch mal demonstrieren. Guckt rein in das Auto, braucht das Auto gar nicht anzukrabbeln. Die Alarmanlage sagt gleich, lieber Angreifer, such dir besser einen anderen BMW M4, an dem du deine Gewalt ausüben kannst, aber nicht an diesem Fahrzeug. Funktioniert in der Praxis so gut, dass noch niemals ein Kunde von uns einen Verlust hinnehmen musste. Und was ganz wichtig ist, wir können die Feldgröße von dem Radarmodul stufenlos einstellen. Das heißt, ich kann das wirklich so close machen, dass die Vorwarnung wirklich nur kommt, wenn einer ganz dicht an dem Fahrzeug dran ist.
wenn ich diese Vorwarnung nicht generiert haben möchte, haben wir die Möglichkeit über den Bitwriter, das ist ein Programmtool von Directed Electronics, was wir jeden Tag benutzen, das ist der Hersteller der Alarmanlage. Die bauen seit 30 Jahren Alarmanlagen, sind weltweit Marktführer für Alarmanlagen und wir haben wirklich null Ausfälle mit diesem System. Und das ist der Grund, warum wir etwas teurere Komponenten von Viper verbauen, aber die funktionieren auch wirklich so zuverlässig, dass es eigentlich eine nachhaltige, sehr gute Investition ist. Schärf den Wagen, warte einen kleinen Augenblick, schärfe nochmal den Wagen. Die Alarmanlage chirpt dann mehrmals und ich höre dann, das Multilevel Arming ist jetzt aktiviert. Wenn ich jetzt einen Hund im Auto habe oder ein Kind oder sonst irgendetwas, dann macht das Radarmodul diese Vorwarnung nicht. Wenn ich jetzt zum Fahrzeug zurückkehre, Alarmanlage chirpt zweimal, weiß ich, es ist alles in Ordnung. Ich habe keinen Anruf von dem System bekommen, die Alarmanlage chirpt nicht viermal, also weiß ich, es ist alles in Ordnung. Wenn die Alarmanlage viermal chirpt, wenn ich zum Auto zurückkomme, beim Öffnen weiß ich, dass eine Zone geöffnet worden ist oder ein Alarm ausgelöst worden ist über das Radarmodul, über den Schocksensor. Ja, Schocksensor, gutes Beispiel. Habe ich auch noch nicht gezeigt, hat die Alarmanlage auch. Wenn ich jetzt hier an dem Fahrzeug rumrandaliere, mache ich mal, dann löst die Alarmanlage jetzt auch wieder die Vorwarnung aus, übe ich einen härteren Schlag aus, jetzt zum Beispiel mit einem Schraubenzieher oder so, sowas Mechanisches, dann würde die Alarmanlage natürlich auch sofort den Vollalarm auslösen. Auch dieser Sensor, zwei Zonen, also Vorwarnung und Vollalarm und auch in der Intensität, also in der Empfindlichkeit, stufenlos einstellbar. Das Ganze auch, wie gesagt, unsichtbar eingebaut. Ich möchte euch mal demonstrieren, wie euer Fahrzeug optimal geschützt ist in Verbindung mit dem Empire Lock 200 GPS GSM Ortungssystem und wie ihr benachrichtigt wird, wenn irgendein Gauner versucht, hier euer Fahrzeug zu starten. Schärf mal das Alarmsystem. Jetzt bekommen wir gleich einen Door Lock Error Chirp. Die Alarmanlage erkennt, dass hier eine Tür geöffnet ist. So, das Radarmodul erkennt, dass ich mich jetzt in dem Fahrzeug bewegt habe. Wenn ich jetzt versuche, den Wagen hier zu starten, was jetzt hier schon mal gar nicht geht, weil die Wegfahrsperre eingebaut ist, bekomme ich zeitgleich von dem Empire... Unterbreche das jetzt hier mal an dieser Stelle, bekomme ich zeitgleich von dem Empire Lock 200 GPS GSM Ortungssystem hier den Anruf. Mein Telefon auf lautlos, aber wie ihr auf dem Display erkennen könnt, ruft mich die Alarmanlage jetzt zeitgleich dazu an. Was sehr gut gemacht ist, ich bekomme parallel einen Link, wo ich sehen kann, wo sich das Fahrzeug befindet. Ich kann es natürlich auch jederzeit selber orten und sehen, wo mein Fahrzeug ist. Wenn ich jetzt irgendwie Familienangehörige mit dem Auto losschicke und möchte gerne wissen, wo die sind, weil ich sie telefonisch nicht erreichen kann, kann ich es halt jederzeit selber orten. Und wenn der Wagen abgeschleppt wird oder illegal bewegt wird, ohne dass die Zündung an ist, durch ein sogenanntes Geofencing, bekomme ich natürlich auch diese Benachrichtigung. Wenn das Fahrzeug einfach verschwindet, weggerollt wird, dann bekommt er auch diesen Anruf. Ja, viel besser kann man sein Fahrzeug wirklich nicht schützen. Ganz sicher habe ich irgendwas in meinem Video vergessen. Wenn Fragen offen sind, könnt ihr mich gerne anrufen auf der 0172 4090295 oder auf der 040 535 5433. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken auf die info@kaistuven.com. Meine Mitarbeiter werden die zeitnah für euch beantworten. Gerne könnt ihr uns auch besuchen hier in Hamburg, könnt sehen, mit welcher Akribie wir diese Systeme hier täglich in diversen Fahrzeugen verbauen. Egal, ob es ein Audi, Porsche, VW, Seat oder was auch immer ist, dann zeigen wir euch das, wie diese Systeme in der Praxis funktionieren. Oder schreibt unten was bei YouTube in die Beiträge rein. Würde mich freuen, wenn wir uns hier in Hamburg sehen. Vielen Dank, euer Kai Stüven.